Das ist ganz witzig. Willkommen auf meinem Kanal. Wir machen jetzt die Gardinenstange von meiner Tochter dran und die Jungs helfen mir dabei. Das ist so, wie es immer im Leben ist. Ne? Die Männer arbeiten und die Frauen gucken zu. So, wer denkt, dass hier so Gardinenstangen aufhängen irgendwie eine Kleinigkeit ist und der braucht das Video nicht gucken, der hat wahrscheinlich noch nie in so einen Rollladenkasten gebohrt, weil hier oben ist ein Rollladenkasten und da sollte man diese Halterung von der Gardinenstange nicht dran machen. Die sollte man schon irgendwo in die Wand bohren. Läuft bei dir. Komm mal, Abflug hilft mir jetzt. Wir machen das jetzt erstmal auf, aber vorher muss ich den Zuschauern ganz kurz was sagen, Raphael. Ne? Es haben sich ganz viele Leute beschwert, dass bei mir in meinem Kanal hier so wenig Videos kommen. Aber ich habe ja, ihr wisst das auch, Jungs, ne? Ganz viel zu tun in meinem anderen Kanal, bei den Vermieters, weil ich verdiene damit mein Geld, dass ich Wohnungen kaufe, die renoviere und dann vermiete. Läuft bei dir. Komm mal her. Unten aus der Schublade einfach, aus der Schublade. Aus der oberen Schublade. Da, oh, hier. Ja, so. Ja. Hä? Tja. Ja. Das sollte Gold sein. Ja. Da bin ich wieder froh, dass ich diese Verpackung hier so zerfetzt habe, dass man die nicht mehr zurückschicken kann. Ne? Ich wollte das so ein bisschen machen, wie ich das am Anfang in meinem Kanal vorhatte, dass ich mir Sachen bestelle, diese Sachen verarbeite und dann so eine Bewertung abgebe, wie die Sachen sind. Ne? Und wenn ich das jetzt hier mal bewerten sollte, ich habe goldene Gardinenstangen bestellt und diese Träger hier, die sind Gold, aber das hier ist Silber. Also kann ich hier schon mal sagen, ganz, wie sagt man, unvoreingenommen oder ja, ehrlich. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, ist aber totaler Schrott. Weil es kann ja nicht sein, also nicht die Verarbeitung, aber kann ja nicht sein, dass ich goldene Gardinenstangen bestelle und krieg silberne, Mann. Es sind silberne Gardinenstangen gekommen. Du wolltest aber golden. Ja, du wolltest aber ja golden. Was? Silber geht. Silber geht? Nee, der hat Silber nicht verstanden. Ich habe das ja bei Amazon einfach so bestellt. Ne? Vielleicht hatte der keine Räume. Vielleicht hatte der keine. Das kann natürlich sein. Lass dir, pass auf, das ist hier ein bisschen scharf. Lass das mal da liegen. Ne? Das kann natürlich sein, nur es geht aber nicht. Ne? Man kann ja nicht nur, wenn man irgendwas nicht da hat und man verkauft Sachen im Internet, dann einfach sagen, ach egal, dem schicken wir goldene Halter und silberne Stangen. Das geht nicht. Ich habe jetzt dem Verkäufer hier einen kleinen Text geschrieben und zwar hallo zusammen, ich habe bei Ihnen Gardinenstangen in Gold bestellt, die Halter sind in Gold angekommen, aber die Stange in Silber. Wie können wir das Problem lösen? Gruß, Mike Shop. Ich warte jetzt mal ab und ich werde euch sagen, wie das verlaufen ist. Ich baue das jetzt erstmal so komplett dran, weil diese Stangen hier kann man ja immer wieder einfach hier mit dieser Senkkopfschraube drauf und draufsetzen und wieder abnehmen. Senden. Kinders, jetzt weiter geht's. Jetzt bauen wir das auf. Jetzt brauchen wir eine Wasserwaage. Eine Wasserwaage? Ja. Kriegst du die holen? Die liegt unten bei der Mauer. 2 Meter Wasserwaage, kriegst du die geholt? Wie groß ist die? 2 Meter. Okay. So. Auch wenn die Farbe nicht gestimmt hat hier von den Stangen. Die Dinger sind eigentlich ganz cool. Ne? Die sind zwar kein Edelstahl oder so. Ne, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht magnetisch. Also irgendwas, Messing oder sowas wird es auf jeden Fall sein. Die werden auf jeden Fall befestigt hier mit diesen Gewindebolzen. Diese Gewindebolzen hier, die werden an der Wand festgemacht. Und dann ist hier ein Madenschräubchen drin. Das kann man rausdrehen, also lösen und das komplette Ding hier abziehen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, das heißt, man kann die komplett da drauf drehen und weil hier so eine umlaufende Nut in dieser Abdeckung drin ist hier, kann man das Ding dann immer so stellen, dass die Stange von oben reingelegt wird. Also, zwar die Farbe verkehrt, aber die Dinger für den Preis sind eigentlich ganz cool. Ne? Mach's jetzt mal weiter fest und dann ist auch eigentlich schon fertig. Dann gucke ich mal, ob meine Frau noch die Gardinen findet, weil die liegen schon 4 Jahre hier irgendwo bei uns im Haus und
sind nie dran gemacht worden. Oh, da muss ich auch noch rein. Naja, weiter geht's. Was damit jetzt ist, ob die mir die goldenen zuschicken oder was, da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Hier bei YouTube oder am besten guckt ihr auch bei Instagram vorbei. Na gut, obwohl bei mir jetzt Instagram-mäßig mache ich relativ wenig, was hier mit zu tun hat, mit so Ackern und sowas. Werde ich euch hier auf YouTube auf dem Laufenden halten. So, aber ihr habt mir ja in dem Video von dem Spiegelschrank geschrieben, dass es besser ist, wenn man irgendwas ausrichten muss oder was, das mit diesem Laser zu machen. Oder ihr habt natürlich noch ganz viele andere Sachen geschrieben, die man da machen kann. Zum Beispiel eine Markierung auf die Wasserwaage drauf oder sowas, was auch ganz cool ist. Aber das Ding ist halt, ich habe diesen Laser immer da und benutze ihn viel zu selten. Und hierfür war das jetzt echt perfekt, ne? Weil ich habe nur eine 2 Meter Wasserwaage. Und der äußere Halter, also die beiden äußeren Halter, die sind mehr als 2 Meter auseinander, also 2,20 Meter. Und dann ist das relativ schwierig zu machen, kann man nur mit umpacken und was weiß ich was. Dafür ist dieser Laser hier echt cool. Also danke, dass ihr mir das geraten habt. Ich werde den jetzt in Zukunft öfter benutzen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht aufbauen sollen, alles komplett zurückschicken sollen und neu bestellen. Aber ich habe das jetzt dran gemacht und jetzt gucke ich mal, wie ich das hinkriege, dass die mir vielleicht noch mal eins zuschicken, weil ich brauche noch für andere Fenster auch noch diese Gardinenstangen. Von der Verarbeitung, wie gesagt, gefallen die mir übelst gut und für den Preis, wenn man das in komplett Edelstahl, aber ich meine, ich weiß ja nicht, das für mich war das auch irgendwie Edelstahl, weil magnetisch war das mal auf jeden Fall nicht. Komm, wir hängen direkt da die Gardine auch mit auf. Ach, ich habe Glück gehabt, ja, weil geplant habe ich das nicht so. Okay. So rum. Ist das mittig hier? Normal müsste das mittig sein. Was genau? Hier, das machst du das hinten. Normal müsste das mit dich sein ungefähr. Das sieht aber gut aus. Ja? Ich weiß nicht, da kann man ein bisschen durchgucken. Darf ich jetzt Verstecken spielen? Ich würde jetzt normalerweise einmal noch hier so aufhängen, dass das alles hier so wunderschön aussieht. Das muss aber meine Frau machen, da habe ich null Ahnung von. Ich bin jetzt durch mit dem Video hier von den Gardinenstangen aufhängen. Die Gardinen sind auch dran. Ich würde sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu so einem komplizierten Thema habt, wie man so eine Gardinenstange aufhängt, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten, Peace, Leute, bis dann. Macht's gut und seid fleißig.